Es gab ja eine kuriose Szene, eine Fairplay-Szene. Wie hast du sie gesehen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht genau gesehen. Ich weiß nicht, ob der Spieler getroffen wurde. Aus meiner Sicht hat es sich ein bisschen so rausgesehen, dass der Spieler von uns sich den Ball zu weit vorgelegt hat. Ja gut, das Foulspiel war klar. Ne? Ich denke, das hat jeder gesehen. Gut, ich sehe die Aktion und hatte damit gerechnet eigentlich, dass der Schiedsrichter da pfeift. Hat es nicht getan, weil ich... Dann läuft die Situation weiter, der Daniel Gulde setzt sich durch oder der Nelson Nsova und der Thorsten Kniel macht es dann unnachahmlich in Knipser-Manier. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an, dann gibt es Proteste und der Daniel wird befragt, ob es dann für ihn Foulspiel war. So habe ich das jetzt nachvollziehen, wenn ich das so richtig nachvollziehe. Ich habe ein Foulspiel begangen im Mittelfeld. Schiri hat es nicht gesehen. Daraus folgend ist das Tor gefallen. Und dann kam er nach dem Tor zu mir und hat mich gefragt, ob ich ihn getroffen habe. Und ich habe ihn halt ganz klar getroffen. Ja, dann habe ich halt ja gesagt. Wie schwer ist dir das gefallen? Denn es ging ja schließlich um alles. Und da ist es wahrscheinlich schwierig, dafür Play walten zu lassen. Ja, ich habe eigentlich nicht überlegt. Ich habe halt direkt gesagt, wie es war. Er hat mich gefragt, er kriegt eine ehrliche Antwort von mir. Es geht halt Fairplay mal vor in dem Moment. Auch wenn es um viel ging. Was der Spieler von Heddesheim natürlich macht, war großer Sport. Gilt natürlich auch ein Dankeschön daran. An der Stelle ein Riesenkompliment an den Spieler. Also ich wüsste nicht, ob ich als Spieler dann gesagt hätte, dass es faul war. Ich kann nicht sagen, ob ich zum gleichen Zeitpunkt so gehandelt hätte. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, das gebe ich auch offen zu. Und, also ich glaube, wenn ich so zurückdenke, wie ich als Spieler war, ich hätte, glaube ich, nicht gesagt, dass es faul war. Ne? Das ist natürlich im Fairplay eine sehr große Geste, das muss man fairerweise sagen. Das ist echt top, gerade es geht um so viel, man hat die ganze Saison gearbeitet und dann, sage ich jetzt mal, die Mumm zu haben, zum Schiedsrichter zu gehen, ja, es war ein Foulspiel. Ich glaube aber schon ein Stück weit so ein bisschen an Karma. Ich glaube, in dem Moment zahlt sich das dann aus, dass man da ehrlich gewesen ist, dass man fair gewesen ist und wir haben das Spiel zu Recht gewonnen. Wenn wir am Ende da gestanden wären, hätten verloren, hätten wir wahrscheinlich anders reden müssen, das ist auch vollkommen klar, aber so können wir natürlich sagen, es war eine Fair-Play-Aktion, die hervorragend war in seiner Durchführung. Aber ja, muss man gucken, dass man das für sich wertet. Und das hat der Daniel gemacht und hat in dem Moment so entschieden. Und wir stehen dahinter ihm. Also von der Mannschaft hast du keinen Druck oder so bekommen? Nein, die Mannschaft kam direkt zu mir, haben gesagt, die stehen alle hinter mir. Und dass sie für mich jetzt auch das Spiel gewinnen. Und so war es dann auch. Es hat sich ja dieses Fairplay dann ausgezahlt am Ende. Ja genau, wie ich gesagt habe, wir haben alles gegeben und haben dann mit 2 Toren, denke ich, auch verdient gewonnen. Und also wenn es hier, ich weiß nicht, ob es in diesen Ligen einen Fairplay-Preis gibt, aber dann hätte er mit Sicherheit verdient. Also das ist wirklich aller Ehren wert. Ne?